Ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll, Jody, also sag ich's dir einfach. Mama und ich wurden versetzt und müssen weg von der Basis. Wir würden dich gerne mitnehmen, aber wir glauben... alle hier glauben, dass es für dich besser ist, wenn du hier bleibst, bei Professor Dawkins. Natürlich besuchen wir dich so oft wie möglich. Und wenn es dir besser geht, dann kannst du auch wieder nach Hause kommen. Okay? So ist es das Beste. Auf Wiedersehen. Du schaffst das, mein Schatz. Ich weiß, es ist schwierig. Aber bestimmt wird alles gut. Wir sollten gehen, Susan. Lass mir bitte eine Minute, Philipp. Was du fühlst. Aber das war die richtige Entscheidung. Ich bin total erledigt und durstig. Und ich habe keinen Schimmer von diesem verfluchten Ort, also sei mal nett und gönn mir eine Pause, okay?
wird alles wieder gut. Ich bin mitten im Nirgendwo. Ich sterbe vor Durst. Und alles ist für den Arsch. Aber alles wird gut. Lass mich in Ruhe, Aiden. Was? Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Kann ich nicht für die Nacht in der Scheune bleiben? Bitte, ich meine versprochen, morgen früh bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ja, es war so. Akulinao, Dobone, Zarahe, Edin, ne? Tote je, Chatnoast, Ad, Bendako, Doth Kath, Ado, Bendago, no Doth Do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Willst du mit uns essen? Ja. Ja, danke. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich gehe zu ein paar Freunden. Sie sind in dem nächsten Ort am Weg, also... Verstehe. Ihr gehört zu den Navajo, richtig? Wir sind die Nee. Das heißt, die Menschen auf Navajo. So nennen wir uns selbst. Das ist die erste Ranch in der Gegend, seit Meilen. Es gab mal mehr von uns.
Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Kommst du mit? Bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst, verschließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Was macht Ihnen solche Angst? Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Thank you.
Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke, das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber jetzt ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. So, du bleibst da so eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Danke, Jody. Oh. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Hilf mir, Aiden. Ganz sachte, Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig.
Pack's irgendwo hin. Danke, Jodie. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich hab hier noch zu tun. Okay, na dann. Setz dich doch. Danke. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren. Aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Was waren das für Geräusche heute Nacht? Da war dieser Lärm wie ein Hämmern am Haus. Das ist nur der Wind. Er macht seltsame Geräusche hier draußen. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Also behalt deinen Scheiß für dich und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jodie. Hast du noch was zu tun, Paul? Nein, aber die Jungs brauchen vielleicht noch Hilfe. Okay, ich guck nach. Kann ich dir helfen, Corey?
Nee, nicht wirklich. Ich sehe mal nach, ob Jay Hilfe braucht. Ja, geh nur. Mal sehen, was Jay macht. Oh, Schicky. Oh! Blöder Stuhlkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Sein Name ist Arschki. Hey, Arschki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Siehst du, Arschki? Gar nicht so übel, oder? Und gib's zu. Du magst mich eigentlich, ja? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Bring ihn auf die Koppel. Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. It is first. Kein Problem für mich. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen. Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert?
passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul. Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Jody! Jody, ich sagte doch, bleib im Zimmer! Du könntest tot sein!
Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Du hättest auf mich hören sollen. Und im Zimmer bleiben. Jetzt sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Jeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stell jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Boah! Okay. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Ich pass besser auf. Wie genau geht's jetzt hier vorwärts? Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Churros. Willst du mitkommen? Sicher. Na dann los! Ja! Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht. Erscheint der Spuk jede Nacht? Er kommt mehrere Nächte und dann für Monate nicht mehr. Aber es ist niemals ganz vorbei. Und trotz all dem wollte dein Vater nie von hier weggehen? Nein. Bei ihm zählt der Spuk einfach mit zu dem Land. Wie die Felsen und der Wüstensand, das wird nicht verschwinden, also muss man einfach damit leben. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst.
Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Oh, is that? The bad boy, Shuck. I eat on, she in the dish in. Das war Paar. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tu, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Ja, da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Ganz toll, Aiden. Die Pumpe läuft jetzt wieder.
die Windmühle gefunden? Ja, ich glaube, es läuft wieder. Hey, gab's den Namen Crown mal hier in der Gegend? Crown? Nein. Oder... Es gibt noch Ruinen nördlich von hier. Ich glaube, das sind die Reste vom alten Fort Crown. Aber da ist nichts, nur Steine und Wüste. Richtung Norden? Oh, okay, danke. Crown. Der gemalte Pfeil zeigt in diese Richtung. Warum bin ich denn hier gelandet? Kannst du was sehen, Aiden?
Eine Existenz. Massakrierte die Soldaten im Fort. War das etwa Yeizu? Baum. Ich muss ihn finden.
Legion. Sie trugen diese rituellen Masken. Sie wurden umgebracht. Die Existenz. Danke, Aiden. Seltsam. Der hat keinen Talisman. Der fünfte Talisman. Das Baby trägt ihn um den Hals. Hilf mir, Aiden. Ich muss sehen, was passiert ist. Alles viel zu schnell. Ich hab's nicht verstanden. Es ist so undurchschaubar. Ein unfertiges Puzzle. Ich werde den Talisman Paul zeigen. Vielleicht weiß er was. Springt nicht an, Jay! Er springt nicht an! Die Existenz kommt zurück. Wir müssen wieder ins Haus.
Ich glaube nicht, dass das hilft. Es gibt nichts, was wir tun können. Mein Vater hat recht, gegen Geister kann man nicht kämpfen. Meine Schuld. Ich habe alles aufgewühlt. Ich hätte nie herkommen dürfen. Ich bringe nie irgendwas Gutes mit mir. Was er konnte. Der Rest liegt an dir, Paul. Die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Und außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Oh.
fing alles an. Ich muss gut aufpassen und jedes Detail behalten. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu ermorden und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren. Sie sind die Wächter rund um euer Haus, hm? Sie wussten, es war falsch. Dann kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit den Ritualgesängen. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Nein, so geht's nicht!
Jody! Jody! Ist alles okay? Shibasani! Ich wünschte, ich hätte euch helfen können. Ich hab's wohl vollständig versiebt. Dank dir wissen wir jetzt, was passiert ist. Das ist viel. Wir werden einfach weiterleben mit dem Ding. Und hoffen, dass es irgendwann nicht zurückkommen wird. Was ist mit dir? Wo willst du hin? Ich weiß es nicht. Ich hab gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Ich hab langsam gehofft, dass ich damit auch jemandem helfen kann. Aber die letzten Tage zeigen, dass das nicht stimmt. Halt noch durch. Du findest deinen Weg. Das weiß ich. Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hab ewig gebraucht, aber die Kiste läuft wieder. Sie gehört dir. Sieh es als kleinen Dank an. Danke!